Kapellengespräche mit Angelika Witschak. Mein Name ist Angelika Witschak, ich bin Journalistin und Theologin und diese Staffel der Kapellengespräche beschäftigt sich mit den verschiedenen Bereichen der Seelsorge, die mittendrin ganz bei den Menschen vor Ort dabei ist, der Kategorialseelsorge. Heute geht es um die Polizeiseelsorge und ich spreche mit Diakon Huck darüber und ich bitte Sie, sich einmal kurz vorzustellen. Ja, mein Name ist Georg Huck, ich bin ständiger Diakon in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und seit 2010 bin ich als Polizeiseelsorger eingesetzt. Und Sie machen das hauptberuflich? Ich mache das hauptberuflich, ja, Gott sei Dank darf ich nur für die Polizeiseelsorge arbeiten, für die Menschen, die in der Polizei tätig sind. Wir sind jetzt hier auch in einer Kirche, in einer besonderen Kirche. Warum haben wir diesen Ort gewählt? Wir sind hier in der Nikolauskirche in Stuttgart und ich habe unweit der Kirche ein Besprechungszimmer, wo ich normalerweise dann mit Polizistinnen und Polizisten, mit Angehörigen der Polizei dann mich treffe und Gespräche führen kann. Was sind denn Ihre Aufgaben ganz konkret? Es gibt ein ganz großes Portfolio. Also das erste ist, dass wir Einzelgespräche führen. Ich bin da für die Beschäftigten in der Polizei, die können sich mit mir zusammensetzen und dann führen wir Einzelgespräche über alle möglichen Themen, über alle möglichen Bereiche. Dann begleite ich Einsätze. Ich bin also immer wieder mit dabei bei einer Nachtschicht oder zum Beispiel bei Großeinsätzen, Fußballeinsätzen oder in Elmau beim G7-Gipfel zum Beispiel. Und dann haben wir mit Gruppen in der Polizei zum Beispiel Angebote, das heißt Praxisreflexion oder Entlastungstage, wo wir dann einen Tag, einen halben Tag zusammen sind und dann zum Beispiel uns überlegen, was sind die Belastungen, was sind die schwierigen Dinge, aber auch was sind die schönen Dinge, die ich im Beruf erlebe. Dann haben wir Seminare. Wir bieten an zum Beispiel Wanderexerzitien oder Sportexerzitien. Dann immer speziell für die Polizisten? Für die Polizisten, gegebenenfalls auch für die Angehörigen. Also das kommt immer wieder mal vor, dass wir auch für die Angehörigen der Polizistinnen und Polizisten mit auch verantwortlich sind. Letztes Jahr waren wir ja zusammen bei einem Totengedenken auch. Das gehört ja auch zu Ihren Aufgaben. Ja. Wollen Sie darüber noch mal kurz was erzählen? Ja, das ist eine Aufgabe, die wir haben. Zusammen mit der Polizei veranstalten wir einmal im Jahr eine Gedenkfeier, eine Trauerfeier für im Dienst getötete Polizistinnen und Polizisten. Das heißt, wenn jemand im Dienst ums Leben kommt, dann wird der Person gedacht. Und zwar, das ist faszinierend, seit 1945 quasi jedes Jahr. Das heißt, auch wenn jemand stirbt, ist er nicht vergessen für die Polizeifamilie. Und wir gedenken der Person, die Angehörigen sind immer eingeladen. Also es ist eine wichtige Veranstaltung, sowohl für die Polizei als auch für die Angehörigen. Sie haben ja jetzt gesagt, Sie kommen sowohl mit den Polizistinnen und Polizisten als auch mit den Angehörigen ins Gespräch. Sind das so beides die großen Schwerpunkte oder wie ist Ihre Aufgabe da ansonsten? Also mit wem kommen Sie konkret ins Gespräch? Also die Polizistinnen und Polizisten, die sind unser Hauptziel, die sind unsere Hauptzielgruppe, unsere Ansprechpersonen. Die Angehörigen kommen nur in seltenen Fällen mit uns in Berührung. Das wäre zum Beispiel, wenn es um eine Trauersituation geht, also wenn in der Familie jemand gestorben ist. Oder natürlich, wenn wir auch zum Beispiel eine Taufe von einem Kind halten oder zum Beispiel eine Trauung, dann kommen die Angehörigen mit ins Spiel. Das sind dann auch so die Themen, also große Lebensereignisse oder gibt es da spezielle Themen, die sich, ich sage jetzt mal, häufen? Also auch da gibt es ein paar Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt, der bezieht sich natürlich auf die beruflichen Zusammenhänge. Das heißt, also ich habe eine schwierige berufliche Situation, also mit dem Bürger, die belastet mich, die ist schwierig auszuhalten.
da kann ich dann zum Polizeihistoriker gehen, wir können die Dinge besprechen. Unser Vorteil ist gegenüber allen anderen, die in der Polizei auch Hilfe anbieten, dass wir das Seelsorgegeheimnis haben, das Beichtgeheimnis und das Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, wir können anbieten, dass unsere Gespräche absolut vertraulich sind. Das können andere so nicht. Und das heißt, da geht es auch um manchmal ein bisschen kritische Dinge in meinem beruflichen Alltag. Da geht es um Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen, da geht es um Konflikte mit Vorgesetzten, also diese ganzen Bereiche. Da geht es um zum Beispiel auch Beurteilungen, ja, das ist immer wieder eine schwierige Geschichte, dass ich nicht verstehe, warum ich so beurteilt wurde, schlecht beurteilt wurde, und da brauche ich einfach einen Gesprächspartner. Dann gibt es die persönlichen Bereiche, da geht es also um das ganze Leben. Da gibt es Konflikte mit dem Partner, der Partnerin, da gibt es Schwierigkeiten mit Eltern, die zum Beispiel gepflegt werden müssen. Da gibt es Schwierigkeiten mit Kindern, da geht es um Scheidung, da geht es um alle anderen Bereiche. Also das ganze Leben. Mhm. Und Polizisten werden ja jetzt doch auch relativ oft angefeindet, auch von der Bevölkerung. Ist das auch ein Schwerpunktthema? Ja, also das sind schon Themen, der schwindende Respekt gegenüber Amtsautoritäten. Das betrifft ja nicht nur die Polizei, aber auch die Polizei. Das sind Themen, dann auch zunehmende Gewaltsituationen. Also wir haben schon eine Zunahme in der Gesellschaft von Gewalt gegenüber Polizei. Das war vor Jahren nicht so. Und auch solche Themen sind natürlich dann immer wieder wichtig. Gab es eine Veränderung jetzt in den letzten Jahren? Also Sie machen das ja jetzt schon ein bisschen länger. Also es gab auf der einen Seite bei uns jetzt in Baden-Württemberg eine innerpolizeiliche Veränderung. Die Polizei wurde neu aufgestellt sozusagen. Das hat natürlich viele verunsichert, weil die auch ihren Arbeitsplatz zum Beispiel wechseln mussten. Das war eine schwierige Zeit, bis das alles wieder rund gelaufen ist. Da waren wir auch wichtige Ansprechpersonen. Und dann die gesellschaftlichen Veränderungen. Also früher, da hat man ein Fußballspiel mit, sagen wir mal, 20, 25 Polizistinnen und Polizisten begleiten können. Da gab es quasi Verkehrsregelung. Mhm. Heute muss ich bei sogenannten Hochrisikospielen also hunderte Polizisten, Polizistinnen da haben, um zu gewährleisten, dass das Spiel stattfinden kann, um die Hooligans in den Griff zu kriegen. Also da hat sich schon wesentlich was verändert. Ja. Mhm. Was war denn so Ihr persönlicher schwierigster Moment bislang in der Polizeiseelsorge? Oder einer der schwierigsten? Also, das ist ähnlich wie vorher schon auch. Der schwierigste Moment oder einer der schwierigsten Momente, schwierige Momente sind dann, wenn es darum geht, dass ein Angehöriger gestorben ist. Und dann die Menschen begleitet werden sollen. Und da geht es uns natürlich auch so, dass wir erstmal anders hilflos sind. Ja. Wir können dann schon Begleitung anbieten. Aber ich habe eine gute Bekannte, ich würde sagen schon fast eine Freundin begleitet. Das war eine sogenannte psychosoziale Mitarbeiterin. Also die hat auch anderen Hilfe angeboten in der Polizei. Und dann hat sie mir eine Mail geschrieben, jetzt brauche ich dich mal für mich. Die hatte dann Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ich habe sie dann über einen längeren Zeitraum begleitet mit ihrer Frau, mit ihrer Partnerin. Und sie hat mich dann auch gebeten, dann die Beerdigung zu halten. Das war natürlich schon eine sehr dichte, eine sehr schwierige Zeit. Aber auch eine schöne. Wäre jetzt dann die nächste Frage, was wäre denn so ein besonders schöner Moment in Ihrer Arbeit? Ja, also eigentlich alle Begleitungen, wo es gelingt, einfach mit Menschen ein Stück weit des Weges zu gehen und gegebenenfalls auch Hilfestellungen zu geben, sodass es besser geht. Das macht Freude, immer wieder mal zu sehen, dass
das, wenn ich jemanden begleite, dass dann einfach einen Schritt weitergeht. Wir haben so ein Projekt, das heißt Haltestelle. Da können wir Polizistinnen und Polizisten oder andere Beschäftigte bei der Polizei auch relativ kurzfristig aus dem persönlichen und dem dienstlichen Zusammenhang rausnehmen. Ich sage dann immer, wir stecken die ins Kloster eine Woche und die werden dann intensiv von uns begleitet. Ich bin dann regelmäßig dort und wenn man dann sieht, es gibt einen Fortschritt, es gibt eine Veränderung, die kommen zur Ruhe und die haben einen kleinen Plan, wie es weitergehen könnte in einer Krise, dann merke ich, ja, das macht einen Sinn, dass ich da bin für diese Menschen. Und das erfüllt mich dann eben auch, ja, mit Freude. Schön, das heißt, Ihre Arbeit ist nicht nur schwierig, sondern erfüllt Sie auch. So soll es sein. Ich bin sehr gerne Polizeiseelsorge. Ich hätte mir das früher gar nicht vorstellen können. Ich wusste gar nicht, dass es Polizeiseelsorge gibt. Wurde dann darauf angesprochen und sage heute, die Polizeiseelsorge hat mich gefunden. Und ich bin da genau richtig. Mit allem, was ich jemals irgendwo gelernt habe, mit meinen ganzen Erfahrungen, kann ich für diese Menschen hier da sein. Und ich habe noch nie jetzt ganz extreme Schwierigkeiten gehabt, Menschen in Notsituationen zu begleiten. Das war immer das, was ich eigentlich wollte. Es war für mich viel schwieriger, eine Kirchengemeinderatssitzung auszuhalten, wo es um, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, aber um nichts geht. Aber ganz viele Leute profilieren sich und da ist es mir lieber, wenn ich bei Menschen bin, wo es wirklich um ganz gravierende Lebensthemen geht und dann den Menschen da beizustehen, also ist für mich viel sinnvoller und viel erfüllender, wie solche Schauspiele in den Gremien. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, viel Erfolg weiterhin, dass Sie bei den Menschen sein können und ihnen eine gute Stütze sein können. Gerne, danke.